Hier ist das filmische Allerlei. Hallo Leute, jetzt haben wir The End We Start From. Möchtest du mit mir was essen gehen? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich auch nicht. Könnte ein Reinfall werden. Es ist sowieso nicht mehr real. Das, was dir fehlt, existiert nicht mehr. Was soll die Scheiße? Ich bin nur gerade ein bisschen niedergeschlagen. Warum sollte ich die ganze Welt ablehnen? Wo hast du vor, hinzugehen? Zu mir nach Hause. Wieder nach Hause. Wenn euch meine Kritiken gefallen, gerne abonnieren, kommentieren und schaut auch gerne bei Social Media vorbei. The End We Start From ist eine sehr interessante Story, wie ich finde. Also, es geht darum, als gewaltige, verheerende Wassermassen über London hereinbrechen, ist jeder sich selbst der Nächste. Nur für eine junge Frau ist ein Leben wichtiger als ihr eigenes, das ihres Neugeborenen. Mit ihrer Flucht aus London beginnt eine Odyssee voller Gefahren, denn schon bald versinkt das ganze Land im Chaos. Und der Weg nach Hause wird zur Zerreißprobe in The End We Start From. Ich fand die Idee grundsätzlich total stark und deswegen dachte ich mir, gucken wir mal, was sie draus machen. Jodie Comer spielt die Frau, also Woman. Die Leute haben hier keine Namen, sondern tatsächlich Buchstaben als Namen, wenn man so will. Joel Fry spielt ihren Mann, R oder R. Dann spielen noch ein paar andere mit, unter anderem sowas wie Mark Strong. Und in einer Szene auch Benedict Cumberbatch. Da habe ich mich sehr gefreut, den mal in was anderem zu sehen. Also als gerade Marvel oder den... Also die Filme, die er macht, ich mag den ja total gern, aber hier ist es ein bisschen was anderes. Das tat mal ganz gut, wie ich finde. Ich finde auch dieser ganze Film, also tatsächlich ist ja dadurch, dass unser Klimawandel stattfindet und die Temperatur steigen und wir deswegen ja auch die Gefahren der Waldbrände, der Wassermassen immer mehr und häufiger haben, ja gar nicht so utopisch, dass wir tatsächlich Regenfälle haben könnten, die nicht nur eine kleine Region, sondern tatsächlich sehr viel mehr unter Wasser setzen und irgendwann solche Wassermassen in Gang setzen, dass es halt tatsächlich ein Riesenproblem werden kann. Deswegen fand ich das ganz interessant. Und sie hat halt gerade ein Kind geboren und dann passiert das und dann muss sie halt flüchten. Auf der Flucht passieren viele Dinge und man überlegt natürlich, wohin. Sie kommt dann auch in zum Beispiel eine Auffangstation und ist dort eine Weile, ist von ihrem Mann getrennt. Und da passiert so einiges. Ich finde, der Film wird sehr ruhig erzählt, das mochte ich. Trotzdem gibt es immer wieder Momente, die auch so ein bisschen sich ziehen, die wo nicht so richtig was passiert. Also nicht, dass mir geht's bei Passieren nicht darum, dass jetzt jede Sekunde vollgestopft sein muss mit irgendwas, aber wo dann halt so über einen längeren Zeitraum so es nicht vorangeht, so ein bisschen. Und das fand ich dann manchmal, es zog mich dann immer ein bisschen runter. Ich finde der streckenweise in der Bildsprache extrem gut. Das hat mir sehr gefallen. Ich sage, ich mag sehr die Thematik, weil das uns ja allen, also ich meine, wir haben ja
hier in Deutschland dieses Problem auch jetzt immer wieder, dass Gegenden halt tatsächlich komplett unter Wasser stehen und wir zu viel Wasser haben. Jetzt gerade aktuell ja im Süden Deutschlands ständig viel regnet. Also das heißt, das ist ein aktuelles Problem und das wird noch größer. Deswegen ist der Film halt nicht so abwegig. Und ich denke gerade England, sowas wie eine Insel, da ist die Chance natürlich irgendwann noch krasser, dass das schlimmer wird. Dass dann irgendwann nicht nur das Wasser von oben, sondern auch von der Seite kommt. So, deswegen, ich finde, Jodie Comer spielt gut. Gefällt mir. Ich finde ihren Mann manchmal ein bisschen anstrengend. Deswegen war das ein bisschen schwierig für mich. Mark Strong, ich liebe Mark Strong. Und den fand ich hier auch wieder gut. Ich sage, Benedict, schön, den mal in was anderem zu sehen. Und ihre ganze Reise besteht halt irgendwann darin zu sagen, ich will wieder nach Hause. So, weil flüchten, schön und gut, aber wie wir wissen, dass der Großteil der Menschen, die von ihrem Zuhause, ihrer Heimat flüchten müssen, eigentlich gern zurück wollen würden. Und so geht's ihr halt auch. Und das macht sie halt auch. Sie macht sich dann auf den Weg wieder nach Hause. Und ich muss sagen, dass der Film trotzdem nicht ganz stimmig ist, also nicht ganz funktioniert. Also von mir kriegt er eine 6,5 von 10. Sache, schöne Momente, Hauptdarstellerin ist gut, auch andere Charaktere sind gut gespielt und so. Es ist eine interessante Geschichte, aber irgendwie fehlt mir trotzdem ein bisschen was. Mahalia Bello hat Regie geführt, die hat Ellen gemacht und sonst eher so ein paar Kurzfilme und ein, zwei Folgen in Serien. Ich habe nichts von ihr gesehen. Und basierend ist das Ganze auf dem Roman von Megan Hunter. So, also deswegen, Kinostart ist der 30.05.24, ist 102 Minuten lang. Ich finde, der fühlt sich ein bisschen länger an, tatsächlich. Also dadurch, dass halt so manchmal so kleine Hängerchen gibt, hat eine FSK 12. Aber trotzdem finde ich, ich sage, da die Problematik ja gar nicht so unaktuell ist, natürlich noch nicht so extrem, aber die Chancen groß sind, dass wir da irgendwann mal hingehen mit unserem Wetter und Klima und Ähnlichem, ist es trotzdem ein sehr interessanter Film. Also wer da Interesse hat, sich anzugucken, wie London unter Wassermassen steht, ohne dass das gerade, also nicht so das große Thema ist, sondern tatsächlich eher was man dann macht und wie man damit umgeht, dann sollte man den Film ruhig gucken. Also der ist schon gut, so finde ich. Ja, also deswegen, wer da Bock drauf hat, kann sich den gut angucken. Sonst ist er, glaube ich, tatsächlich auch wenn er eine schöne Bildsprache hat und auch in groß, glaube ich, ganz schön ist, ist es, glaube ich, wenn man nicht unbedingt ins Kino möchte, wobei ihr ja wisst, ich das immer sehr empfehle, dann kann man den, glaube ich, dann auch zu Hause gucken, digital in irgendeiner Form. Aber alle, die ins Kino gehen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke, dass ihr die Kinos unterstützt. Ja, viel Spaß.